glauben, diese Legenden können tatsächlich noch kämpfen. Pinga. Sieh, die Alten haben es echt gebracht. Mit ihnen müssten wir doch jetzt... Hey, zeig dir, wo der Grill ist. Du hast was zu essen gefangen. Aber der blöde Grill fehlt immer noch. Das war kein Witz eben. Der ist wahrscheinlich echt im Wasser. Heute Nacht werde ich mich besaufen. Komme, was du wolle. Ich hoffe, Anna kommt rein. Du weißt, dass Yelena dich mag. Wir mögen dich alle. Du solltest La Moral beitreten. Ich bin zufrieden mit Libertad. Vielleicht hältst du es für Gelaber, aber Clara Garcia hat mir geholfen, als ich ganz allein dastand. Ich wäre nicht hier, wenn es sie nicht gäbe. Das erinnert mich an diesen verdammten Grill. Was? Es war in den ersten Tagen von La Moral. Nach einem schönen Kampftag hatten wir Riesenhunger. Wir hatten 100 Soldados getötet. Und... Ihr habt immer 100 Soldados getötet. Wie auch immer. Der Punkt ist, wir kamen her, um zu feiern. Jeder schmiss sein Fleisch auf den Grill und... Dann wollte ich etwas Platz für mein Gemüse. Und alle machten sich lustig über Veganer. Ich bin eigentlich lustig, wenn ich betrunken bin. Aber wenn ich zu oft "Ist doch etwas Arroz con Puerco Jondron" höre, kann ich auch ausrasten. Ein bisschen. Das werde ich mir merken. Ha, naja, du wurdest gewarnt. Ich war also sauer. Mein großer Bruder, Gerardo, sieht, wie mich diese Leute ärgern und er rastet total aus. Greift sich den super heißen Grill mit bloßen Händen und wirft ihn mit dem ganzen Fleisch raus ins Meer. Alle wollen auf mich losgehen, aber Gerardo tritt vor, wie es sein großer Bruder tun sollte. Er hat mich immer beschützt, wenn es niemand anderes tat. Eine Woche danach starb er. Es tut mir leid, Conron. Aber es würde ihn freuen, dass wir Benitez erledigt haben. Gerardo wäre sicher gern bei dieser Party dabei. Er sagte immer, wir sind nicht hier, um uns scheiße zu fühlen. Wir sind hier, um die Vergangenheit zu vergessen und auf die Zukunft zu trinken. Und viel Gemüse zu essen, richtig? Ganz genau, Dani. Der Grill ist da drüben. Pass auf die Haie auf. Ich hoffe, du hast das auch. Thank you.
Hola. Es wird ernst, Danny. Was, ernsthaft? Ihr seid einfach abgehauen? Du hast uns von unserer Insel verjagt. Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Das ist unser kleinstes Problem. Ich habe schlechte Nachrichten. Gestern wurde unsere Basis kompromittiert. Ach, Rebinga. Wie schlimm ist es? Ribertos Chamäleons waren früh genug informiert. Sie konnten alles wegräumen, bevor die Soldados da waren. Geh nicht wieder hin. Wo werdet ihr euch jetzt einrichten? Dank dir im Grand Hotel Caballero. Komm bald mal vorbei. McKay und Castillo befestigen bereits ihre Giftproduktion in La Jolla. Wird gemacht. Klimmzüge schaffst du. Was für eine Nachricht. McKay Global investiert 100 Millionen in El Presidentes Vision. Greifen wir McKay an? Erst das Geld hinter Castillo. Nein, erst töten wir Castillo, danach ist McKay egal. Ja, was geht uns ein scheiß Yankee in einem Anzug an? Erst das Geld. Kein Geld, keine Panzer, keine Kugeln, keine Soldaten. Ich hab es. Yelena, Juan Ron, Lorenzo, ich und alle von La Moral nehmen uns Castillo vor. Danny, du tötest McKay. Das ergibt keinen Sinn. Ist so, das Gelaber nervt vielleicht. Wir kämpfen! Guerilleros! Haut rein! Panzer! Soldaten!
dort! Ich brauche euch hier! Zieht euch alle zum Hauptgebäude zurück! Oberste Etage! Verstanden! Los. Das war Gilberto. Der Angriff, sie wollten das Fort nicht einnehmen. Sie wollten uns drin halten. El Tigre! Wir müssen raus! Lauf, Dani! Jelena! Wie viele haben wir verloren? Wo ist schon dran? Dani, sie... Komm einfach!
einfach auf den Patriotas-Gipfel. Sag nicht, ich hab's gewusst. Ich will mich von einem alten Freund verabschieden. Damals, 67, haben wir nicht getrauert. Der Tod war glorreich. Wir waren so dumm. Castillo und McKay sind so weit gegangen. Mehr werden sterben, niemand ist sicher. Keine alte Legende. Und keine neue. Nicht Alestes Anführerin. Oder die Faust der Revolution. Wir müssen sie stoppen, Castillo und diesen Yankee. Wir? Ihr Kinder seht aus, als bräuchtet ihr etwas Glück. Ich will... Ich habe ein Bild von den Störsendern auf dein Handy gebracht.